Hallo und willkommen zu diesem Let's View des Buches The Art of Star Wars, Krieg der Sterne, Episode 4, eine neue Hoffnung. Ein Buch, was im Bastei Verlag erschienen ist. Ja, Inhalt ist auch das vollständige Drehbuch von George Lucas vom ersten Kinofilm. Und ja, wir schauen uns das einfach mal so an. Los geht's. Ich kann euch dieses Buch nur empfehlen. Es war damals, also ich habe es damals in der Zeit auch gekauft, wo es rausgekommen ist. Ich habe auch noch englische Fassung davon. Die Deutschen sind etwas später erschienen, aber es ist einfach nur großartig. Auch sehr, sehr wichtig. Hier die Zeichnung, die aussieht wie der Millennium Falcon mit den Farben. Bitte entschuldigt, die Beleuchtung spiegelt natürlich auf Hochglanzbildern. Das geht leider nicht ganz so gut. Ich versuche es so zu halten, dass man die Zeichnung sehen kann. Aber ich will auch nicht so, dass man alles komplett lesen kann, weil es geht darum, dass wir uns einfach das mal kurz angucken und ihr eigentlich auch euch entscheiden sollt. Kaufe ich es mir, auch gebraucht, wird es jetzt natürlich nur noch vergeben, weil original gibt es leider nicht mehr. Was hat es übrigens mal gekostet? Steht das hier drauf? Ich glaube um die 20 D-Mark oder so hat es gekostet. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ist sehr, sehr großartig gemacht. Wurde von Michael Schönbrücher, der übrigens auch die Romanhefte Madrax und so weiter betreut und geschaffen hat, damals übersetzt. Ein sehr, sehr großartiges Buch. Hier haben wir ein Vorwort und hier sehen wir auch schon Zeichnungen. Und genau das macht es auch aus. Seht ihr so Storyboards von Star Wars mit Zeichnungen von ersten Entwürfen und dann eben halt das Drehbuch parallel dazu. Das ist sehr, sehr spannend. Das macht auch Spaß. Hier unten sehen wir eine Zeichnung von, also unten rechts, von Darth Vader in früher Form. Richtig spannend. Und genau das macht dieses schöne Buch aus. R2-D2 in seiner Entwicklungsphase. Kleine Kommentare. Hier sehen wir C3PO. Eben halt. Bisschen schwer jetzt in diesem ganzen Zusammenhang. Unten noch Maria. Maria stammt ja aus Metropolis, dem deutschen Film von Fritz Lang. Auch ein cooler Science-Fiction-Film aus Anfang des 19. Jahrhunderts. Ein Muss für alle Science-Fiction-Fans. Hat, wie gesagt, George Lucas beeindruckt. Zeichnung für Luke Skywalker hier in einer Tracht, wie er nicht im Film wirklich vorgekommen ist, aber es gab eben halt einige Szenen, wo er so aufgetreten wäre. Ja, wo er vielleicht noch teilweise Luke Skywalker geheißen hat. Aber vieles hat sich ja verändert. Entwicklung der Sturmtruppen, der Blockade Runner. Ja, Darth Vader's Design von Wolf McQuarrie, wie er auch dann ja, zur Kultfigur mutierte, wenn man so will. Prinzessin Leia. Hier war auch die Dale aus Flash Gordon Vorbild. Auch hier eine berühmte Szene mit dem Sternzerstörer. Und hier haben wir ein bisschen Storyboards mit C3PO und R2-D2 auf Tatooine. Luke's Landspeeder. Ihr seht so ein bisschen Making-of und Artworks gemischt. Hier sehen wir, wo Luke aufgewachsen ist, bei Onkel Lars und Tante Bo. Sandcrawler. Sandleute und Jawas in frühen Designs. Ja, hier könnt ihr sehen, der Sandcrawler war nie vollständig aufgebaut zu Dreharbeiten, aber schon ein ziemlich gewaltiges Set trotzdem, wo sie dann die Druiden hier vorgekauft haben, also C3PO und R2-D2. Hier ist es leider auch teilweise komplett übersetzt, hier ist nicht die englischen Worte, sondern deutsche, hier steht Sandkriecher. Hier sehen wir Bilder von den Locations, wo Luke eben repariert hat. Der Familien-Speeder, auch nur im Hintergrund zu sehen. Der T-15 Skyhopper. Und hier sehen wir auch schon verschiedene Bilder von den Computern, Bildern und Anzeigen. Und
Hier ist so ein paar Zeichnungen. Sind vielleicht nicht ganz so gut hier im Video jetzt zu sehen, aber auch immer sehr, sehr schön. Die Küche von Tante Beru. Star Wars Neue Hoffnung ist für mich einer der großartigsten Science-Fiction-Filme, die ich je gesehen habe. Und ja, ich habe ihn auf Video zum ersten Mal gesehen, im Kino erst in der Special Edition, aber auf Video bestimmt 40 Mal. Das ist kein Witz, das ist, Star Wars gehört mit zu den meistgesehenen Filmen in meiner Kindheit. Auch hier sehen wir etwas, was im Mandalorian erst wieder vorgekommen ist, bei den Tusken Riders. Hier mit Obi-Wans Hütte, ihr seht, das ist die Kulisse. Designs für Obi-Wan. Darth Vader wieder, der Folterdruid von Prinzessin Leia. Designs von imperialen Offizieren, die natürlich auch ein bisschen an Zweite Weltkrieg orientiert wurden. Sehr schönes Artwork, wie Luke mit C-3PO und seinem Speeder über Mos Eisley guckt. Und also hier sehen wir die Zeichnung, wie es eben halt ist. Man macht erstmal Zeichnungen, um sich einen Gedanken zu machen, wie es aussehen soll. Dazwischen eben halt der Skript. Und hier steht jetzt, hier sehe ich gerade, sind sie in der Kantina, wo der Mensch sagt, du gefällst ihm nicht. Und Luke einfach antwortet, schade. Und mir gefällst du auch nicht. Pass bloß auf, wir sind nämlich Schwerverbrecher. Ich bin auf 12 Sternen zum Tode verurteilt. Kult, Dialoge. Ja, auch hier von den verschiedenen ja, Kreaturen in der Kantina. So einfach Ideen zusammengepackt. Ihr seht, vieles ist auch durchgestrichen, weil entweder funktioniert das nicht hier mit Kostüm. Es sah doof aus von zu vielen Menschen. Hier haben wir auch nochmal Kreaturen. Zeichnungen. Und hier könnt ihr sehen, sieht aus wie Cad Bane, kann man fast so sagen. Verschiedene Designs von Chewbacca und Chewbacca eben halt so, hätte nicht vielleicht unbedingt gefallen, aber wenn wir Star Wars Rebels angucken, einer der Charaktere hat Ähnlichkeiten. Also es ist alles irgendwie wieder verwendet worden. Han Solo und hier sehen wir Han und Luke oder so in dem Sinne ganz, ganz frühes Drehbuch, das ist noch nach George Lucas gestaltet, die Zeichnung. Der Millennium Falcon im Hangar unten. Hier sehen wir so eine Mischung aus Foto und Matte-Painting, was für den Hintergrund dienen sollte. Bilder vom Millennium Falcon und ein Blaster. Also dieses Buch lohnt sich wirklich und ihr werdet, wie ich, richtig schwelgen könnt in den Zeichnungen. Ich kann natürlich jetzt nicht alle Fakten euch nennen, wir könnten sonst Stunden über all das reden und das vielleicht auch auseinandernehmen. Das will ich gar nicht. Ihr sollt einen Eindruck bekommen. Hier ist eine schöne Zeichnung, Blockade Runner und Co. Der Todesstern. Auch hier, ja, kann man sagen, Storyboard, wie sie den Todesstern anfliegen. Der Millennium Falcon im Todesstern. Hier das Matte Painting und hier die fertige Szene, wo Obi-Wan das ausschaltet. Wie detailliert eigentlich diese Matte Paintings sind, Wahnsinn. Auch hier eine Zeichnung. Diese Zeichnungen haben halt unterstützt das Drehen und den Entwurf für viele, weil es war halt zu fantastisch. Das kannten sie nur aus Büchern und wie sollte man es umsetzen, weil jeder hat im Kopf eben halt andere Vorstellungen. Über den Abgrund, über den sich Luke und Leia gehangelt haben. Auch hier zwischen so kleine Storyboard-Fetzen. Flucht vom Todesstern, der Kampf zwischen Darth Vader und Obi-Wan. Auch Han Solo. Der TIE Fighter von Darth Vader und der Y-Wing. Modellsachen hier auch. Ein Pilot vom TIE Fighter. Hier von Yavin 4 Zeichnungen, wie es aussehen sollte mit dem Beobachtungsposten. Auch hier zwei vom Hangar und wie sie im Hangar starten oder wie es im Hangar aussieht. Die Fahrzeuge, all das hat man sich Gedanken gemacht.
Hier der X-Flüglein, verschiedene Varianten des Modells jedenfalls. Auch hier Angriff vom Todesstern. Tolle Zeichnung, Y-Wing und der X-Wing. Hier noch in einer Phase, wie er später eigentlich erst in Episode 7 aufgetaucht ist. So ein bisschen mit den anderen Triebwerken. Auch richtig cool. Das ist eine sehr, sehr schöne Zeichnung. Ja, auch eine Trickzeichnung mit den Modellen. Hier haben wir Sturmtruppen. Wie das im Cockpit aussehen könnte. Ja, der Flug durch den Ventilationsschacht. Oder diesem Schacht, oder Graben besser gesagt. Und eine berühmte berühmtes Bild vom X-Wing über dem Todesstern. Und hier ist das Drehbuch des Storyboards von dem finalen Kampf im Graben. Wie hier so eine Kanone aussieht. Überhaupt diese Zeichnungen, wie sie aussehen. Hier so ein bisschen Mischung aus Film und Zeichnung. Aber auch schöne Bilder vom Todesstern, Nahaufnahmen. Hier nochmal Storyboards, wie der Endkampf aussehen sollte, wie wir ihn ja hatten mit Han Solo und der noch Luke gerade gerettet hat. Und hier die Thronszene. Ein wunderschönes Buch. Es lohnt sich wirklich, sich dieses durchzublättern. Hier auch noch eine Zeichnung, wie sie sich überlegt hat, um die Auszeichnung im Thronsaal. Hier ein bisschen, das auch mit Matte-Painting aufgebessert wurde. Ja, und hier haben wir die Credits komplett. Und dann kommen noch Zeichnungen. Hier eines der Kinoplakate. So sexy haben Leia und Luke noch nie ausgesehen. Auch richtig cool. Die X-Wings noch ein bisschen anders und viel, viel mehr im Kampf. Auch hier ein wahnsinnig tolles Plakatbild. Und hier von verschiedenen Ländern sehen wir ja auch, wie es unterschiedlicher nicht aussehen hätte können. Ihr macht euch selbst ein Bild, wie verrückt die Motive sind, das auch oft nachgezeichnet wurde. Ihr seht, diese Zeichnung ist ja nicht immer identisch. Es sind verschiedene Künstler oder haben dieses Motiv nachempfunden oder neu gemacht. Schon Wahnsinn. Hier war auch noch eine coole Zeichnung. Hier wohl so ein Magazinbild oder Konzeptbild. Auch richtig cool. Vieles ist heute natürlich auf Artworks herausgekommen und rausgebracht worden. Hier mit den Spielfiguren, was so ein bisschen später natürlich rauskam, sind diese Werbeplakate. Gab es ein Jahr, nach einem Jahr im Kino ist es nämlich nochmal kurz gezeigt worden. Star Wars hat ja Rekorde geschlagen. Star Wars Konzert, eins der ersten Konzerte, das 1978. Hier sehen wir unheimlich viele Designs für die Star Wars Plakate. Richtig cool. Auch richtig, richtig geil. Auch das sieht richtig mega aus. Hier ein sehr frühes Konzeptart, wie das Plakat aussehen könnte mit dem alten Team. Wie gesagt, schaut euch Rebels an. Der sieht sehr nach Rebels aus und er auch sehr wie Chopper. Hat was. Und dann hat man auch so ein bisschen Hommages gemacht. Cartoons, Dennis the Menace mit den Jokes zu Star Wars. Auch hier Comics, Marvel oder hier, das ist so ein Zeitungsstrip, aber koloriert. Ja, und hier, wie gesagt, überall wurde Star Wars aufgegriffen, jetzt übersetzt, aber nicht alle waren bei uns in Deutschland. Aber es ist Kult. Überall Zeichnungen, Witze. Wer schoss zuerst? Han Solo. Ja. Humor. Die Marvel Comics, die kurz nach 78, 79 dann rauskamen, die neue Geschichten erzählt haben, zwischen Star Wars und Imperium schlägt zurück und dann zwischen Imperium schlägt zurück und der Jedi-Ritter. Ja, die sind mittlerweile auch wieder erhältlich. Ich glaube, im Panini-Verlag wurden die aufgelegt, in Sammelbänden.
Ansonsten gab es die früher, ich glaube, vom Condor Verlag, auch sehr, sehr interessante Comics. Teilweise richtig gut, kann man echt noch, ja, richtig den Geist geben sie wieder. Ja. Und hier könnt ihr sehen, es gibt auch noch zu Imperium schlägt zurück und Rück die Jedi Ritter, dieses wunderbare, ja, Buch. Mit viel, viel Hintergrundmaterial, es lohnt sich wirklich. Und es gab auch einen Kalender. Ja, das war's. Art of Star Wars. Aus dem Bastei Verlag. Eine neue Hoffnung von Episode 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses einfach mal mit mir durchzublättern. Ich habe jetzt nicht ganz so viel sagen können, glaube ich, wie sonst. Weil im Endeffekt kennen wir das alles. Aber es macht Spaß, sich die Sache einfach anzugucken. Man kann in diesen Zeichnungen schwelgen. Und ja, es ist ein wunderbares Buch. Ansonsten, ich freue mich über ein Like. Kommentiert, habt ihr das Buch auch in eurer Sammlung. Mittlerweile wird es nur antiquarisch erhältlich sein, aber es lohnt sich wirklich. Ansonsten bis zum nächsten Mal.